Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen OMSI-Folge hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet. Wir sind heute mal wieder mit unserer Tatra unterwegs, hier dem KT4D. Und ja, es ist nicht Lotus, es ist OMSI. Und wir wollen uns heute die Linie 1 aus Schönau anschauen, von PR in Schönau West zum Hauptbahnhof. Und ja, das Ganze, wie gesagt, heute mal mit dem KT4D, denn wir haben nämlich die Modded-Version hier von Stadtbrot und die Drum, die hört sich komplett anders an. Und das wollte ich euch heute mal in diesem Video hier mal zeigen. So sollte sich der KT4D anhören. Ja, also so kenne ich ihn als Berliner und ich denke mal, viele werden diesen Sound eventuell auch lieben. Und weil wir diese Karte noch gar nicht gesehen haben und die letzte Straßenbahn-Folge ja abrupt endete, weil die Straßenbahn einfach weggespawnt wurde, dachte ich, wiederholen wir das Ganze am helligsten Tag. Wir hatten ja unsere Leitstellenfahrt hier, die ordentlich ins Wasser gegangen ist und vorerst auch erstmal dafür gesorgt hat, dass es erstmal die letzte Leitstellenfahrt war. Denn ja, auf einmal war ich ganz alleine da, keiner hat mehr mitgemacht, war ein bisschen ärgerlich, ein bisschen schade, ein bisschen traurig drüber gewesen. Müssen wir mal gucken, dass wir das nächste Mal das irgendwie besser handeln und ja, aber ich laber wieder zu viel. Wir werden einfach mal direkt bei hier anfangen und einsteigen. Erstmal klappen wir den Spiegel schon mal aus, wenn wir schon mal dabei sind, können wir das Ganze machen und steigen mal hier ein. So, kurz mal nachgeladen hier und deswegen würde ich sagen, einmal M, nochmal M, Stromabnehmer heben. So, damit haben wir die E-Taste gedrückt gehalten, haben soweit alles eingestellt. Jetzt müssen wir bloß noch einstellen, dass wir hier auf der Linie 1 unterwegs sind. Linie 00100 und die Route ist 01 von... nein, das ist falsch. Wir müssen nämlich die Route 02 natürlich nehmen, nach Hauptbahnhof. Ja! Somit... sieht zwar ganz gut aus. Wir müssen noch Vorwärtsgang reinmachen und dann muss schon losgehen. Ihr hört schon die Töne. Ja. Wahnsinn! Stockbrot hat hier großartige Arbeit geleistet, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, also es klingt richtig, richtig fantastisch. So, Türen auf. Und damit steigen unsere ganzen Fahrgäste hier ein. Ja, Leute, was soll ich sagen, Wir hatten ja uns in der letzten Folge die Demo angeschaut von München. Absolut geil. Ich freue mich auf das fertige Produkt, wenn das irgendwann mal erscheint. Hatte mich ja am Ende entschuldigt, dass die Performance so ein bisschen nicht so geil war. Hab jetzt aber mitbekommen, dass es gar nicht so ganz meine Schuld ist. Es war wohl, allgemein ist die Performance halt auf dieser Karte nicht ganz so optimal. Was aber natürlich immer noch der Demo ein bisschen geschuldet ist, ja, kann man sagen. Es wird natürlich hoffentlich zum Final Release natürlich alles ein bisschen besser sein, ja, dass das Ganze da ein bisschen runterläuft. Müssen wir mal abwarten. Auf jeden Fall freue ich mich auf die Strecke. Sie war sehr, sehr eindrucksvoll schon gewesen, das kleine Stück, was wir da fahren konnten auf der Linie 150. Und ja, vielleicht kann man daraus ja irgendwann auch mal später eine Leitstellenfahrt machen. Und schön zu sehen halt das Ganze mal so ein bisschen im Wechsel zwischen ja, München in OMSI und München in Lotus. Ja, das ist ja nun beides dieses Jahr, diesen Monat ja auf den Markt gekommen. Und ja, ich weiß nicht, also ich freue mich drauf. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare posten. So, wir werden allerdings mal schon mal die Uhrzeit noch mal ein bisschen vorstellen, denn wir wollen hier langsam mal losfahren und hier nicht Ewigkeiten hier rumstehen. Ihr seht, ne, stehen ganz schön viele hier ein. Da ist ein bisschen Platz. Ach, diese Töne, die sind so genial. Ja, bin ich cool. So, und los geht's. Haltestelle Park and Ride Schönau West. Ja, natürlich kriegen wir jetzt hier rot. Nächste Haltestelle Herz-Jesu-Kirche. Ding Dong.
Ja, also die Töne, die sind sehr gut geworden. Also Stockbrot hatte ja im Livestream ja gesagt gehabt, wir sollen nochmal diese Straßenbahn testen. Ich hatte sie zwar schon runtergeladen gehabt, aber wirklich noch nicht einmal probiert. Und seitdem, muss ich ganz ehrlich sagen, fahre ich dieses Standardmodell gar nicht mehr, sondern nur noch die von Stockbrot. Ich finde diese Töne dieser Straßenbahn einfach so genial. So macht OMSI tatsächlich Spaß, ja? Wenn das Ganze funktioniert, das mit dem Spawn und alles sowas. Ich freue mich auf die Karte Gotha, habe ich das schon mal gesagt. Ich glaube, im Livestream habe ich das schon mal angesprochen gehabt. Wenn das mit dem Spawn richtig funktionieren würde hier alles, dann glaube, dann kann man hier tatsächlich wirklich Straßenbahn in OMSI wirklich empfehlen. Und hat dazu erstmal eine gute Alternative gegenüber Lotus. Ja, Lotus ist ja halt, hängt gerade so ein bisschen, relativ ruhig. Viele hatten sich ja über Ostern eventuell ein neues Update irgendwie gewünscht gehabt, dass da irgendwie was Neues kommt. Es ist natürlich wirklich schon eine lange, lange Durchstrecke. Ich meine, das letzte große Future war gewesen, dass man das Ibis-System einstellen konnte. Meiner Meinung nach. Weiß ich nicht, ob da jetzt irgendwie in naher Zukunft jetzt irgendwas geplant ist. Auf jeden Fall soll dieses Jahr aber noch reichlich für Lotus kommen. Ja, der Multiplayer soll kommen, KI-Verkehr soll kommen, der Fahrplan soll kommen. Also das soll irgendwie alles noch dieses Jahr erscheinen. Können wir mal gespannt sein, wann das irgendwann soweit ist. Aber solange das halt nicht ist, kann man halt wirklich OMSI dafür benutzen, wenn man halt Straßenbahn fahren möchte. Denn ich finde, das funktioniert echt gut. Und zeigt zumindest schon mal, wie es sich irgendwann mal in Lotus anfühlt, wenn hier alles funktioniert. Ganze halt mit der dementsprechenden Physik. Den Karten natürlich. Nächste Haltestelle, Kulturstraße. Und dann können wir dann natürlich dann auch wieder schöne Leitstellenfahrten machen. Also eigentlich so im Großen und Ganzen freue ich mich ja auf Lotus. Ja, wenn da mal was Neues passiert, aber ja, es ist halt nun mal so, dass es wie gesagt gerade mal noch relativ ruhig ist. Aber wir haben ja unseren OMSI und von daher geht das schon in Ordnung. Dass wir das Ganze dann erstmal ein bisschen austricksen müssen. So, Türen auf. Ich würde mir gerne mehr anschauen hier von Eberlinsee Schönau. Das ist ja die Karte, ne? Allerdings, wie gesagt, hat das echt mit den Spawnpunkten, gibt's da echt Probleme. Echt schade finde. Aber naja. Nächste Haltestelle, Schwedensiedlung. Ich hatte ja auch schon eine Nachricht bekommen gehabt, oder so praktisch einen kleinen Leitfaden bekommen, wo man halt gute Spawnpunkte hat. Aber wenn das Ganze natürlich nicht richtig geladen wird, das ist schon echt ärgerlich. Denn, ja. Oder halt die Straßenbahn halt dementsprechend einfach wegspawnt. Das finde ich blöd. Aber gut, wir reden ja hier nur mal von einer Bus-Simulation und nicht von einer Straßenbahn-Simulation.
Ich denke mal, da darf man in dem Punkto jetzt nicht allzu stark kritisieren. Einziges, was jetzt bleibt, ist halt die Karte Rota, ja, die irgendwann auch mal erscheinen soll. Man weiß eigentlich, also ich selbst weiß eigentlich gar nichts. Ich weiß nur, dass sie existiert, dass es eine reine Straßenbahn-Map ist oder eine Straßenbahn mit Bus-Map ist. Dass aber auf jeden Fall da versucht wird, dass da auch wirklich der Spawnpunkt dann halt ist. Ne? Also muss man mal schauen. Ob die das praktisch halt umgesetzt bekommen. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Spannung gehabt, deswegen noch mal den Gas mehr geben. Was ist denn los hier? Da waren aber viele mit. Das ist der Wahnsinn. Und die Türen auf. Aber liegen gut in der Zeit. Hat noch keine Verspätung. Von daher alles im guten Bereich. Alles einsteigen. Ich glaube, wir sind voll halt einfach. Deswegen steigen die nicht mehr ein. Wir hätten dann wahrscheinlich hier dicke mit der Doppeltraktion fahren können. Livestream ja schon ein paar Mal gefahren. Ich meine, wir hatten im Livestream wirklich riesen Schwierigkeiten. Es gab dann irgendwann so den Punkt, wo die Straßenbahn sich einfach nicht mehr richtig hinspawnen wollte. Ja. Natürlich schon ärgerlich, denn. Wahrscheinlich bin ich wieder ein bisschen zu leise. Aber hier ist es wichtig, dass ihr halt den Ton hört von der Straßenbahn. Ich finde ihn großartig.
So, denn einsteigen. Das ganze Geklacker und sowas, ja, das ist wie im Echt. Ja, wenn du das wirklich alles so mithörst. So. Wir haben es einen Zeitguck gemacht. Schon fast knapp gewesen, dass wir fast schon in die Notbremse gehen müssten. Aber es ist aber alles gut gegangen. Ja. Also ihr hört ja, die Töne, die sind großartig. Die sind wirklich großartig. Und es funktioniert heute tatsächlich. Im Livestream so ein paar Schwierigkeiten gehabt. Ja, aber hier macht es doch einen ganz guten Eindruck. Und alles einsteigen, bitte. Da fährt man einfach rüber, Alter. Also es ist eine richtig. Also wenn es funktioniert, weißt du, dann macht es schon echt Spaß, hier Straßenbahn zu cruisen. Ja? Wo es, wie gesagt, dafür nicht ausgelegt ist. Aber wenn dann einfach, wie gesagt, die Straßenbahn so wegspawnt, weißt du, dann macht es echt keinen Spaß. Aber hier wirklich keine Probleme. Schön. Nachladerung gleich hier, aber das hat sich auch noch im Großen und Ganzen.
nochmal nachladen. Wie hängt der hier gerade? Mit dem Ladevorgang hier. Deswegen jetzt hier nochmal so ein kurzes Zittern hier. Burger King kann ich jetzt auch essen, wa? Dann würde ich jetzt tatsächlich auch noch hinkriegen. Wir hätten jetzt gerne noch eine grüne Phase und dann sind wir ganz glücklich. Also heute muss ich sagen, heute macht es mir Spaß hier Straßenbahn zu fahren. Shit. Ach, immer dieser Zwiespalt, denn weißt du, das ist ein bisschen ärgerlich, denn. Aber das ist dann auch wieder, ja, wieder. Nächste Haltestelle, Wilhelm-Hauff-Straße. Zum Beispiel, wie hat Omsi Lust halt drauf, weißt du? Wenn Omsi halt keine Lust drauf hat, dann macht es auch keinen Spaß, halt die ganze Zeit noch rumzuppeln und sowas. So, hier ist ein Fehler auf der Karte, der ist mir im Livestream aufgefallen. Mal schauen, ob das vielleicht jetzt nur zum Livestream war. Denn wenn nämlich die Autos da hinten rot haben, fahren die rüber und wenn sie grün haben, bleiben sie stehen. Das heißt aber, wenn die Autos rot haben, hast du praktisch deine Fahr-, also dein Grün halt, ne, als Straßenbahn. Sprich, die fahren dann los, während du halt deine Grünphase hast. Und wenn du deine Rotphase hast, ja, dann bleiben die auch stehen. Das ist ein bisschen. Da, gucke. Ja, obwohl, stehen. Nee, fahren, gucke. Wir haben Rot, ich habe auch Grün. Nächste Haltestelle, Margaret. So, jetzt haben die Grün. Ich habe Rot. Macht Sinn. So, wenn jetzt ein Auto kommen würde, ja. Die würden da anhalten, die würden da stehen bleiben. Ah, das ist ein bisschen. Das ist ein kleiner Fehler, der mir halt aufgefallen ist. Weil die Spur verengt sich halt, ja. Sprich, die Autos müssten dann praktisch stehen bleiben, müssten warten halt. Tun sie aber nicht. So, bekommen die. Guck, pass mal auf. So, jetzt bekomme ich mein Grün. Die haben Rot. Dann fahren einfach alle drüber. Ist das nicht nett? Also sprich, muss ich fahren, wenn ich rot habe und die Autos grün. So, 50. Ein bisschen knapp.
etwas behaupten. So, den alle reinsteigen gehen. Nächster Halt, Ulrichsplatz. Ulrichsplatz, ja, sind wir ja gleich da. Denn sind wir mit der Straßenbahn auch mal gefahren. Also wie gesagt, also ich finde es großartig. Also sie klingt richtig, richtig toll. Also das ist ungelogen. Mal schauen, wann sich der Kati denn mal so in Lotus anhört. Nächste Haltestelle, Maximilianstraße. Das sah gerade aus, ob der uns hier reinfahren will. Wäre ja auch nichts Neues. Das wäre ja auch nichts Neues. Ich weiß gar nicht, ob wir hier eigentlich reinblinken müssen. Normalerweise ja schon, weil wir wechseln ja die Spur. Später noch nicht. So. Raus mit euch oder rein, je nachdem. Leider zum Hauptbahnhof oder was? Ja, dann schöne gute Nacht. Schön Gruppkuscheln hinten angesagt. Nächste Haltestelle, Fuggerkreisel. Und weiter geht's. Ach, hier ist der Fuggerkreisel. Ah, jetzt weiß ich, wo letztes Mal die Kontrolleure einsteigen wollten. Oder wo sie halt diese Überprüfung machen wollten. Tja, sieht aber auch nicht aus wie ein Kreisel hier. Weißt du, ich habe die ganze Zeit nach dem Kreisel auch schon gehalten. Naja. Nächste Haltestelle, Romanplatz.
war gerade ein bisschen knapp. Mussten wir nochmal kurz vor knapp stehen bleiben hier. Naja, dann ist es halt so, ne? Aber wie gesagt, es funktioniert ja jetzt tadellos. Warum das immer im Livestream nicht funktionieren muss? Immer jedes Mal, wenn wir die Leitstellenfahrt starten, es gibt immer irgendwelche Komplikationen. Entweder wird mein Lenkrad nicht erkannt oder die Straßenbahn spawnt nicht oder er ist einfach nur zu dumm, das Ding zu starten. Irgendwie ist immer irgendwas, ja, also, weiß ich nicht, das war damals schon auf Microsoft TV ein Fluch gewesen, dass permanent so die ersten ein, zwei Stunden im Livestream waren immer absolute Katastrophe, danach pegelte sich das dann ganz normal ein, ja, und warum sowas immer nicht gleich von Anfang an klappt, ich weiß es nicht. Jetzt haben wir Verspätung. Schön. Da kommt Freud auf. Ja, hast du permanent. Also, weiß ich nicht. Du musst hier fahren wie ein Hornochse. Du darfst eigentlich nicht an den Geschwindigkeitsbegrenzungen oder sowas hier irgendwie. Jetzt müsstest du hier schon wahrscheinlich mit 50 hier lang brettern. War wohl nix. Das haben wir nicht mal geschafft. Das hat aber hier zum Rasen animiert hier. Boah, Gott sei Dank keiner rüber. Wollt Gott sei Dank keiner rüber. Und sowieso eilig. Keine Zeit für rote Signale. Das ist eine schöne lange Linie eigentlich. Wir sind jetzt bei 35 Minuten. Nimmst du mal 5 Minuten Quatschzeit immer ab. Bist du bei einer reinen Fahrzeit von einer halben Stunde. Und das ist doch eigentlich schon sehr löblich. Dafür, dass es eine Straßenbahnstrecke ist, ja. Wie gesagt, insgesamt sind es ja 10 Linien, glaube ich, oder sowas. Wenn ich sogar noch mehr.
Minute Verspätung. Kann ich mit leben? So, schön. Ja, also wie gesagt, hat wunderbar funktioniert. Ab und zu mal kurz ein Mini-Ruckler, aber so allgemein lief es besser als im Livestream. Straßenbahn ist wundervoll, also wirklich da ein dickes Lob geht raus, ja. Die Modifications, die sind super. Also wie gesagt, die Töne und sowas, gibt ein richtiges Physik-Update sogar und alles sowas. Ich bin damit schon entgleist und hast da es nicht gesehen. Also ist großartig, das kann ich wirklich lassen. Auch bei Regen, ja, wie sich die ganze Straßenbahn verhält. Also eigentlich verbessert hier Stockbrot die Straßenbahn insgemein von Kartoffelphantom. Aber wäre natürlich nicht, wenn Kartoffelphantom nicht die Straßenbahn halt schon gebaut hätte. An sich, wie gesagt, alles toll. Die Karte ist eigentlich super, wenn natürlich das Boarden besser funktionieren würde, aber dafür können die Modder nichts. Das ist Omsi halt klar, eine Bussimulation, Straßenbahn. Beißt sich doch irgendwie. Ja, Leute. Dann würde ich mal sagen, war es das hier von uns heute. Wir sehen uns dann zum nächsten Omsi-Video wieder und würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Schauen wir mal, was wir da als nächstes machen und verabschiede mich. Ich sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.